Yo, 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 Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf Seko, Leute. Und ja, dieses Video ist ein besonderes Video, vor allem auch für die Jungs unter euch. Wir haben ja alle dieses Problem. Wir können uns nicht die Haare schneiden, weil die Friseure einfach zu haben. Und ja, Leute, da dachte ich mir, mein Bruder ist auch hier gerade am Start. Was geht ab, Mann? Und ja, seine Seiten sind auf jeden Fall sehr, sehr, sag mal ganz kurz. Ich brauche einen Haarschnitt, Bruder. Leute, guckt euch bitte das hier an und dachte ich mir, komm, ich werde ihn einfach mal heute die Haare schneiden. All meine Erfahrungen, die ich jetzt von unserer Friseurin da mitgeholt habe, werde ich jetzt hier präsentieren. Und ich werde euch ganz einfach zeigen, wie ihr euch zu Hause die Haare schneiden könnt. Also, heute könnt ihr auf jeden Fall was lernen, hoffe ich jedenfalls. Ja, Leute, ich würde sagen, mein Equipment steht schon bereit. Und um nochmal sicher zu gehen, habe ich einen guten Freund noch an meiner Seite. Und zwar den Abu Halla! Also ich muss einmal scharf stellen. Er hat auf jeden Fall auch einen Kanal eröffnet, meine Damen und Herren, wo ihr auch Friseurskills und so weiter lernen könnt. Leute, Link in der Beschreibung, checkt ihn unbedingt mal aus. So, wir gucken uns erstmal deine Seiten an, Minjung. Eigentlich sind die Seiten noch ganz so frisch. Auf jeden Fall, Erkan, man merkt, die Quarantäne hat bei dir auf jeden Fall angegriffen und du brauchst einen Friseur wie mich. Dann los geht's, Digga. Digga, pass auf, alle meine Skills werde ich jetzt... Aber ey, fick mich bitte nur nicht, ne? Nein, ich doch nicht. Sieht so einer aus, der jemanden nicht die Haare schneiden kann? Irgendwie schon, Cousin. Genau, setzt ihr einfach hier hin. Ich werde euch jetzt auf jeden Fall zeigen, wie ihr einen perfekten Haarschnitt zu Hause kriegen könnt, damit ihr diese Zeit, die wir gerade überstehen müssen, gut überleben könnt. Leute, ich habe jetzt hier diese Dinger hier vom Laden, aber ihr könnt auch eine ganz normale irgendeinen Müllsack nehmen oder so. Der tut's auch auf jeden Fall. So Leute, auf jeden Fall, hier haben wir einen schönen Umhang. Wie gesagt, einen Müllsack würde es jetzt eigentlich auch tun. Gott sei Dank habe ich das noch irgendwo aus irgendwelchen Ecken besorgen können. Also, Schritt 1, wenn die Haare lang sind, erstmal irgendwie um Dings hier mit so ein paar Klammern. Es gibt ja auch so diese Wäscheklammern, ne? Die könnt ihr ja auch nehmen. Ist auch nicht schlimm. Das erste, was wir nehmen, ist die kleine Maschine von Wahl. Link packe ich euch in die Beschreibung. Das machen wir jetzt erstmal, um die Seiten hier einmal auf, wie nennt man das? Auf 1? Auf 0? Kontostand. Nein, Kontostand ist noch nicht. Kontostand bekommt mit andere. Genau, das ist. Die Seiten 0? Werden einfach kurz, Bruder. So, also erstmal müsst ihr die Linie finden. Ich würde euch immer raten, nehmt erstmal eine tiefe Linie, also ungefähr diesen Bereich, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und markiert erstmal, wo ihr überhaupt 0 machen wollt. So, jetzt die andere Seite. Wenn ihr das hier markiert habt, kontrolliert ihr einfach nochmal. Okay, ist das ungefähr auf der gleichen Ebene? Gar nicht gesehen. Dann Leute, wenn ihr das hier markiert habt, dann macht ihr erstmal alles hier kurz bis zu der Linie, wo ihr das halt gemacht habt. Konzentration ist auf jeden Fall gefördert, meine Freunde. Also ihr müsst euch auf jeden Fall beim Haarschnitt konzentrieren, ne? Weil man kann immer ganz schnell einen Fehler machen. Und merkt euch immer eins, dass ihr so quasi leicht mit dem Griff so, ne? So wie mir es beigebracht wurde. Und immer so, ganz als, ihr müsst von unten rein und oben wieder raus mäßig. Wichtig ist, dass ihr auch hier den Cut bei dem Bart hier setzt, dass ihr später so den Übergang machen könnt. Also ungefähr so beim Ohr. Salam alaikum! Oh! Salam! Geht ihr gerade Video? Ja. Lässt ihr gerade von Zerkan die Haare schneiden? Ja, Mann. Salam alaikum! Digga, das ist doch nicht gerade dein Ernst. Heute Angebot, komm hier. Hast du dir von Serkan gerade die Haare schneiden? Junge, ich bin der Quarantänefriseur. Digga, bist du geistesmüde? Zieh das mal an, Junge, ich mach hier richtig frisch. Du wirst gleich sagen, Seko, stell mir bitte die Haare auf! Ja, werden wir sehen gleich. Wir haben jetzt hier in die Seiten so ein bisschen kurz gemacht, ne? Jetzt kommt die Epilierermaschine. Link packe ich euch auch in die Beschreibung. Jetzt heißt es bis zum Gehirn auf Kontostand. Los geht's. Digga, was kostet ein Haarschnitt? Bei mir? Jo. Kellerpreise. Was sind Kellerpreise bei dir? Bruder, 5 Euro Haarschnitt, 5 Euro, 5 Euro Bart. Teuer. Teuer? Jo. So Leute, wie die Friseure immer so schön machen, ne? Geh mal kurz weg. Wir haben die Seiten schön auf 0 bekommen, ne? Ich sag mal so, Leute, das ist der einfache Part. Jetzt geht's an den Übergang. Das heißt, wie schaffen wir es jetzt, dass von 0 bis hier, dass es so ein schöner Übergang ist? Da zeige ich euch einen kleinen Trick. Und zwar nehmen wir jetzt hier die gute alte Wahlmaschine. Auch Link in der Beschreibung. Könnt ihr euch gerne mal abchecken. Und ohne Aufsatz, das hier nach unten, ne? Das ist 1 dann, oder? 1. Oder 2. 2. So, nach unten. Und dann schneiden wir von hier ungefähr bis hier, also so 1 cm bis 1,5 cm, schneiden wir dann so
dass er dann... Langweilig. Bruder, ich muss den Leuten doch zeigen, wie die zu Hause während dieser Zeit ihre Haare schneiden können. Ja, mal ich auf Möchtegern-Friseur. Befindet sich noch Praktikum, macht so 1,5 hier, dann mit dem Übergang so, dann so. So sehen wir, er schneidet gerade das zweite Mal Haare. Dritte Mal, okay? Also ich will schon, dass du bei den Fakten bleibst. Wo bleibt der Respekt? Wo bleibt der Respekt? Guck mal, es gibt zwei Optionen heute, ne? Wenn ich seine Haare heute gut schneide, weiß ich, dass morgen mein Telefon von morgens bis abends klingeln wird, ne? Falls ich es nicht gut schneide, weiß ich, dass ich morgen tot sein werde. Alles gut bei Ihnen? Leo? Ja? Soweit, so gut. Sehr schön. Jetzt gehen wir quasi nach ganz oben mit dem Ding. Ganz nach oben. Wir waren ja vorhin hier quasi einen halben Zentimeter, eineinhalb Zentimeter. Jetzt gehen wir ganz nach oben und machen jetzt hier und geben jetzt bis zur Hälfte ungefähr. Siehst du, wie konzentriert ich bin? Richtig. So, meine Damen und Herren, der Killer-Friseur ist auf jeden Fall ein Schritt weiter. Jetzt kommt der nächste Schritt, meine Freunde. Wir krallen uns wieder diese Maschine hier. Ihr seht ja, die Kante ist noch ein bisschen da. Und mit dieser Maschine versuchen wir das jetzt ganz leicht. Und zwar, ich mache jetzt so zu und dann machen wir ganz leicht immer diesen... So ganz leicht. Versucht diese Kante so wegzukriegen, okay? Let's go. Und immer versucht das hier mit, diese Dinger hier wegzukriegen. Irgendein Föhn oder Staubsauger tut es auch, Leute. Ihr macht das schon. Und für die Leute, die bis hierhin das Video geguckt haben, ihr seid wirklich verzweifelt. Aber ich fühle euch, wirklich. Ich war auch verzweifelt. Seko, was machst du da? Ich mach seine Kante weg. Hier in den kleinen Härchen rein und versuche mal so ein bisschen so die Kante so wegzulegen. Also Leute, ihr seht schon. Geht voran, Digga, ich schwöre, Alter. Wie geil das ist, guck mal. Ich schwöre, ich bin echt gerade selber begeistert, ne? Muss ich echt sagen. Hätte ich ehrlich nicht gedacht, dass ihr das so hinbekommt. Wir sind jetzt bei unserem nächsten Schritt. Jetzt nehmen wir uns die Panasonic, Link ist auch in der Beschreibung. Und machen jetzt, wir nehmen hier den Dreieraufsatz und... machen das ganz nach unten, also schaut mal, also wir machen das jetzt komplett runter, dass hier die 2 steht. Und gehen jetzt wieder einen Zentimeter von hier nach da oben. So, nach unten, ne? Quasi einen Zentimeter und danach nach oben wieder den halben Zentimeter. Quasi den gleichen Schritt, nur mit höheren Nummern. Und falls euch das dann nicht gefällt und die Kante ist immer noch da, geht ihr quasi hier runter auf 2 und versucht nochmal hier die Kanten auszugleichen. So ein bisschen. Kannst du noch seinen Namen schneiden? Neuer Kunde? Ja, das ist neuer Kunde. Guck mal, ich sag doch, die Leute werden sich melden nach dem Video. Das, wenn ich es von hier sehe, hat er hier so eine Abstehung. Die kriegen wir so, indem wir einfach den Kamm nach unten, also bleibt auf 2, ne? Der Kamm nach so und anwinkeln. Und dann quasi. Jetzt nehmen wir den kleinen Kamm hier und machen das gleiche für die Details hier. So Leute, schneiden jetzt die Haare oben. Und zwar geht's ganz easy. Ihr müsst einfach nur. Ganz easy. Aber alle, was wir gerade erklärt. Auf jeden Fall, ihr nehmt einen Kamm, ganz easy. Dann müsst ihr auf eure Fingertechnik achten. Und zwar die Haare, der Finger hält von Dingen hier fest. Und dann könnt ihr quasi hochgehen. Und ihr seht quasi, komm mal her, Wachalle. Seht ihr diese Strähnen hier? Die habe ich gerade eben geschnitten. Und die müsst ihr quasi angleichen. Zack, zack, zack. Dann nimmt man die hier, die nächsten Haare. Und man sieht hier, wie viel man geschnitten hat. Und gleicht das quasi aus. Vorher auf jeden Fall befeuchten, bevor ihr oben anfängt. Junge, ich schwöre, ich mache es das erste Mal. Wahnsinn. Lange nicht mehr die Haare geschnitten haben, wie ich gerade. Also, ne? Weißt du, was ich meine, Digga? Weißt du, was ich meine? So, auf jeden Fall, Leute, jetzt kommen wir zu etwas, was ich noch nie in meinem Leben gemacht habe. Das Messer, Digga. So, den Übergang machen wir hier auch gleich fertig.
jeden Fall macht man hier, macht ihr hier eine Linie. Jetzt habt ihr hier die Linie quasi gemacht und macht jetzt quasi die ganzen Haare hier einmal weg. So Leute, jetzt wollen wir hier einen Übergang hinkriegen, okay? Dann fangen wir erstmal hier wieder an mit das 0, 1, okay? Das heißt mit 1 gehen wir jetzt hier und danach geht ihr mit 0 hier und versucht hier so ein bisschen die Kante wegzukriegen. Jetzt seht ihr Leute, ein Übergang ist drin, oder? Dann nehmt ihr nochmal diese kleine Maschine hier und macht ganz fein den hier. Ganz fein, das muss ganz leicht gehen. So, die Haare werden kürzer gemacht. Leute, 6 mm, ihr seht es hier. Ihr müsst darauf achten, auf dieses untere hier, auf 6. Und danach da quasi das Ding hier ganz nach oben. Das ist sehr, sehr gefährlich, deswegen rate ich euch das nicht. Also ich habe euch auf jeden Fall gezeigt, wie man die Seiten kurz kriegt, aber jetzt möchte ich selber meinen Mut mal einmal ganz kurz präsentieren. Aber bitte nicht nachmachen, wenn ihr keine Friseure seid. Ich bin auch kein Friseur, aber ich habe mich auf jeden Fall ein bisschen informiert, wie man das Messer zu halten hat und so. Prügelung! Was? Wo bist du, mein Sonnenlicht? Ich suche dich und wo hast du gelassen? Ja, warum nicht, Digga? Der Haarschnitt ist auf jeden Fall da, Digga. Der Kellerabschnitt für Quarantäne reicht das auf jeden Fall aus, so, oder? Safe, Digga. Ich bin voll zufrieden. Ich glaube, gut geschnitten. Machen wir noch ein bisschen Aftershave. Ist bei mir im Kellerfrisur auf. Fresh, Junge. Sieht ehrlich gut aus, Mann. Hätte ich nicht gedacht, Digga. Digga. Perfekt, Mann. Nice, ne? Jo. Ey, ich weiß jetzt auch, das sieht echt gut aus. Riech ich mal einmal. Ey. Also Leute, ich hoffe auf jeden Fall, ihr konntet hier was mitnehmen und probiert es auf jeden Fall zu Hause einfach mal aus, Leute. Wenn ihr ein paar Maschinen braucht etc., Links in der Beschreibung könnt ihr auf jeden Fall einmal zugreifen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Falls ihr auch einen Haarschnitt von mir haben wollt, liked einfach das Video und rein. Ciao.